können Sie jetzt die herrlichen Channel Islands sehen. Das sind insgesamt 8 Inseln, die sich über 120 Meilen erstrecken. Catalina ist die bekannteste von ihnen. Sie liegt 26 Meilen vor der kalifornischen Küste und wahrscheinlich kennen Sie ihren Namen aus dem berühmten Lied. 26 miles across the sea, Santa Catalina is waiting for me. Santa Catalina, the island of romance, 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 romance. Water all around it, everywhere. Tropical trees and the salty air. But for me, the one thing that's waiting there, romance. Romance, Romance, Romance. Oh, Fern! Was sagten Sie? Landen Sie endlich wieder! Das geht wohl auch gar nicht anders. Entschuldigen Sie bitte wegen dieser Landung. Uns hat im letzten Augenblick eine Böe erwischt. Verzeihen Sie bitte. Sie werden noch von meinem Anwalt hören. Was haben denn die beiden? Also, ich weiß wirklich nicht, was diese Touristen wollen. Ich habe sie informiert. Ich war witzig, Cody. Ich habe denen sogar ein Lied vorgesungen. Und das sieht doch so aus, als ob du ihnen beim Abnehmen geholfen hast. Ihre Bordverpflegung haben die nicht bei sich behalten. Naja, kann sein. Vielleicht war der Flug etwas böig für sie. Ja, nur ein bisschen, nicht? Aber, mein Lieber, zum Glück für andere Touristen, die noch Opfer dieses rosa Geschosses werden könnten, haben wir einen Fall. Ach ja, und wer ist der Klient? Naja, also den Klienten kennen wir noch nicht, aber wir haben ihn durch Myron Bell. Oh, nein, 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 Cody, nicht wieder Myron. Du kennst doch die Leute, die von ihm kommen. Nick, er verschafft uns Arbeit. Unsere drei letzten Fälle hatten wir durch ihn. Ja, und unsere letzten drei Klienten waren reiner Müll. Ich will das nicht mehr, Nick, Leute. Wir brauchen Geld. Ja, richtig. Und denk mal an die Raten für die Stereoanlage. Wir haben schon 2 Mahnungen gekriegt. 2. Nein, 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 das ist egal. Wir schaffen das schon. Ich habe heute noch 3 Rundflüge und alle heute Nachmittag. Wir müssen doch nicht für diesen Hohlkopf arbeiten. Meine Mimi und ich, wir sorgen schon für uns. Also gehen wir jetzt mal zu Myron und reden mit ihm. Ach, da seid ihr ja. Hey, ist das toll, euch zu sehen, Jungs. Ist das schön. Hallo, Myron. Wie geht's denn? Hallo, Myron. Ist das toll, euch zu sehen, Jungs. Wisst ihr, Roger wird sich ja so freuen, wenn er hört, dass ihr auf seiner Seite seid. Ich meine, ich kann euch gar nicht sagen... Halt mal, Myron. Was heißt denn das auf seiner Seite? Dieser Kerl ist doch nicht etwa wieder so ein Typ, der auf der Flucht ist vor den Bullen. Roger ist einfach ein Prachtkerl, der reingefallen ist auf ein bösartiges, hinterhältiges Weib, das ihm jetzt sein ganzes Geld abnehmen will. Jeden Tag heult er sich an meiner Schulter aus. Du, Nick, der Mann ist einfach am Ende. Er ist auf der Flucht vor den Bullen. Kommt ihr bitte mit, dann stelle ich euch Roger vor. Ich weiß das jetzt schon. Er wird euch sehr gefallen. Ach, hören Sie doch auf mit diesem Blödsinn. Sie ist ein widerliches Missstück und will einen schnellen Dollar machen. Das langt mir jetzt. Ich habe die Schnauze voll. Wollen Sie mir etwa Angst einjagen, Craig Walters? Ich kenne die Leute, nach deren Pfeife sie tanzen. An ihrer Stelle würde ich tun, was man mir sagt. Ich höre jetzt auf, ich habe nämlich noch zu tun. Roger. Bring mir noch ein Bier, ja? Roger. Nick Ryder, Cody Allen, Murray Businski, das ist Roger Ramsdale. Du kommst zu spät, du solltest um 10 hier sein. Ja, entschuldige, Roger, aber die Jungs waren erst um 10 bei mir. Hör auf, dich zu entschuldigen, Myron. Ich kann nicht mit unpünktlichen Leuten zusammenarbeiten. Entschuldigen Sie, noch arbeiten wir gar nicht für Sie und wahrscheinlich werden wir das auch gar nicht. Ja, Nick, wo wir doch jetzt endlich alle hier sind, was macht es da aus, ob man sich verspätet hat? Roger, lass uns doch jetzt die Einzelheiten durchgehen. Ich will, dass Sie beweisen, dass meine Frau eine Schlampe ist. Hey, bringst du mir endlich das Bier? Bist du schwerhörig oder was ist? Na, Entschuldigung. Was haltet ihr davon? Ist das ein Fall, den ihr übernehmen könnt? Myron, hör, entschuldigen Sie mich, Mr. Ramsdale. Myron, komm mal bitte mit, ja? Entschuldigung. Sag mal, was redest du denn da? Du hast doch gehört, was er gesagt hat. Myron, komm her. Ich habe keine Zeit, mich mit Hirnrissigen rumzuärgern. Entweder übernehmen Sie den Fall oder nicht. Wir übernehmen ihn nicht. Hey, wartet, wartet, Moment mal, Nick, sei doch nicht so voreilig. Voreilig? Dieser Typ ist ein Widerling. Wenn jemand länger als 5 Sekunden braucht, um das festzustellen, hat er einen Hirnschaden. Findest du? Ja. Hör mal, Nick. Ich bin zufällig Roger Ramsdales Anwalt. Gratuliere. Durch ihn habe ich in einem Jahr mehr Umsatz gemacht, als durch 100 Aufträge in 2 Jahren. Ich schulde ihm was. Und ihr drei schuldet mir was. Was ist denn? Fühlt ihr euch zu fein für diesen Job? Dabei sind übrigens $5,000 drin. $5,000?
Ich will doch hoffen, dass das reicht, euch den Gerichtsvollzieher vom Hals zu halten. Wir bezahlen schon unsere Schulden, ja. Da habe ich aber was anderes gehört. Myron, warte, Myron, was hast du gehört? Wer erzählt da was? Na, hört mal. Seid ihr so naiv? Ich meine, ihr drei habt doch eine Detektei, nicht? Also eine Firma. Firmen brauchen öfter Kredite. Hä? Und wenn die Zahlungen dann immer öfter verspätet eingehen und die Geschäftswelt auch noch davon erfährt, und als Anwalt gehöre ich nun mal eben zu der Geschäftswelt, nicht? Spuck's aus, Myron. Was reden die Leute? Also gut, es ist noch alles halb so wild, aber denk dran. Auf vollen Touren läuft das Geschäft doch nicht, hä? Hä? Du, Nick, du weißt ja, dass die Kreditwürdigkeit wichtig für die Gesundheit jeder kleinen Firma ist. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr kreditwürdig sind, Myron. So ist das nämlich nicht. Wir könnten nur die 5.000 Dollar gut gebrauchen. Genau, hört mal ruhig auf euren Rechenschieber-Experten. Was soll's, worüber reden wir denn noch? Ihr werdet also eine Zeit lang Rogers Frau beschatten. Ihr schießt ein paar schlüpfrige Fotos. Ich meine, ihr tut so viel, dass ihr ein paar Beweise kriegt. Was ist denn schon dabei? Außerdem, hört mal, Jungs. Ich kenne dieses Weib. Das sage ich euch, das ist eine der übelsten Hexen im ganzen Westen. Myron, weißt du das genau, dass die Frau ein Flittchen ist? Bist du sicher? Boah, soll das ein Witz sein? Sie ist sogar der Inbegriff eines Flittchens. Das ist doch ganz klar. Welches Weib würde schon so ein Typ wie Roger heiraten, hm? Myron, du hast doch gerade gesagt, dass er ein fabelhafter Kerl ist. Er ist ein fabelhafter Kerl. Naja, er ist es eben auf seine eigene unangenehme Art. Tut mir den Gefallen, ja? Und außerdem, 5.000 Dollar sind nicht gerade ein Pappenstiel, hm? Was soll's, Nick? Wir brauchen doch die Mäuse. Das stimmt. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das gar nicht, aber ich will auch nicht die Detektei aufs Spiel setzen. Ach, Nicky, ich wusste ja, du würdest mich nicht hängen lassen. In Ordnung, also hier ist die Adresse. Hier, ihr Name ist John Ramsdale. Leute, vertraut mir, der Job wird im Handumdrehen erledigt sein. Ciao, Myron. Danke. Du, Nick, zeig mir doch mal deine strahlenden Zähne. Ich bin riesig glücklich. Na, siehst du, ich wusste es doch. Oh Mann, Jungs, guckt euch mal diese Petunien im Garten an. Züchten schlampige Frauen Petunien? Nein, und sie wohnen auch selten in Häusern mit weißen Gartenzäunen. Wusste ja, dass wir wieder mal für irgendeinen Mistkerl arbeiten. Ich wusste es. Ist ja gut, also bringen wir es so schnell wie möglich hinter uns, ja? Mary, wir nehmen Robas, Nick, du den Staubsauger. Na gut. Möchten Sie noch eine Tasse Kaffee, Tracy? Ach nein, vielen Dank, Mrs. Ramsdale. Ich muss jetzt los. Ich muss mich gleich mit Jane treffen. Wir wollen unsere Aufzeichnungen durchgehen. Hier ist eine Aufstellung über das, was wir bisher gemacht haben. Ich habe die Punkte, in denen wir noch ermitteln, angekreuzt. Es wird sicher nur noch ein paar Tage dauern, bis wir mit allem durch sind. Es ist eigentlich wirklich nicht mein Stil, derartig vorzugehen. Aber ich habe wohl in dieser Angelegenheit keine andere Wahl. Sie machen genau das Richtige, Mrs. Ramsdale, glauben Sie mir. Ich fühle mich nur gar nicht gut dabei. Betrachten Sie es als eine Art Selbstverteidigung. Vielen Dank, dass Sie mich besucht haben, Tracy. Das ist doch selbstverständlich. Jane und ich werden uns heute noch mal bei Ihnen melden. Oh, was wollen Sie denn hier? Guten Tag, Ma'am. Möchten Sie gern wissen, wie Sie in der Woche 2 Stunden mehr für sich haben können? So ist es. 2 zusätzliche Stunden, in denen Sie tun können, was Ihnen beliebt. Diese 2 Stunden können Ihnen gehören, wenn Sie die neue Deluxe-Automatik-Fee für sich saugen lassen. Und um sie Ihnen vorzuführen, bin ich hier. Das ist Murray, der Leiter unserer technischen Beratung. Meine Kollegen und ich wären wirklich glücklich, wenn Sie sich diese Wundermaschine mal zeigen lassen würden. Ja. Ich rufe Sie dann später an. Nochmals vielen Dank, Tracy. Also, meine Herren, kommen Sie bitte rein. Hey, das ist ja wirklich ein sehr interessant aussehendes Ding. Ja, sie ist einmalig und ich würde sie Ihnen jetzt gern vorführen. Gibt es hier vielleicht irgendwo etwas Dreck? Ja? Hallo, hier ist Jane. Hallo, ich wollte jetzt gerade losfahren. Gibt's irgendwas? Also nichts in unserem Fall. Aber ich habe den Eindruck, dass unser Ekel auch ein paar Detektive engagiert hat. Hat sich so angehört, als wollte er Joan beschatten lassen, um festzustellen, ob er ihr nicht irgendwelchen Dreck anhängen kann. Dieses Schwein. Ich wollte es dir nur sagen, falls du den Typen über den Weg läufst. Es sind 3 Männer. 2 sehen wirklich ganz gut aus. Und der dritte ist so ein schräger Typ. Das halte ich doch nicht aus. Wieso? Was ist denn? An denen bin ich gerade vorbeigelaufen, als sie zu Joan reingingen. Und das als Staubsaugervertreter. Bleib da, ich komme gleich. Wir können sie dann zusammen beobachten. Okay, ich warte auf dich. Verzeihen Sie, Ma'am, ich verstehe gar nicht, wie das passieren konnte.
Die Deluxe-Automatik hat sowas noch nie gemacht. Naja. Also, wir schaffen das schon. Vielleicht handelt es sich hier bloß um sehr hartnäckigen Dreck. Ich habe einen Teppichreiniger. Was halten Sie davon? Naja, eigentlich haben wir doch hier alles gleich sauber, Ma'am. Es tut uns wirklich leid. Wir bringen das Modell gleich wieder zurück in die Werkstatt. Dann wird das auch nie wieder passieren. Ja, nie wieder. Es tut uns unglaublich leid, dass das gerade hier passiert ist. Ich weiß genau, wenn Sie das Modell durchsehen, werden Sie den Fehler sofort finden. Ja, das werden wir bestimmt. Und nochmal vielen Dank für Ihr Verständnis. Es tut mir sehr leid. Also muss ich denn keinen Vertrag unterschreiben oder Ihnen irgendetwas anzahlen? Wie bitte? Hm? Sie wollen was anzahlen? Einen Vertrag? Was meinen Sie? Ja, sicher. Ich weiß, es gab heute einige Probleme damit, aber ich habe deutlich gemerkt, was dieser fantastische Apparat leisten kann. Sie wollen einen kaufen? Ja, gern. Was kostet der Apparat? Also naja, Ma'am, nach dem, was hier heute passiert ist, können wir nicht ruhigen Gewissens eine Bestellung für ein offensichtlich fehlerhaftes Gerät annehmen. Sie werden die Kinderkrankheiten schon beseitigen. Setzen Sie meinen Namen zumindest auf die Liste. Die Liste? Naja, natürlich, das tun wir sehr gern. Dann würde unser guter Kollege Murray auch mal lernen, wie man ein Formular ordentlich ausfüllt. Das ist eine gute Idee, Murray. Hol doch bitte das 1050er Standardformular und wir merken dann diese Dame hier vor. Das Formular. Das Formular. Diese Frau gibt's doch gar nicht. Zuerst versauen wir ihr den ganzen Teppich und dann will sie dieses Ding auch noch kaufen. Ich glaube nicht, dass wir bei dieser Frau was Schmutziges feststellen werden. Sie scheint sehr nett zu sein. Soll das ein Witz sein, Murray? Diese Frau ist eine Dirne und quer auf ihre rosa Schürze hat sie auch noch das Wort billig gestickt. Was? Ehrlich? Hast du denn nicht ihre Schürze gesehen? Nick, du hast ja recht gehabt. Sie ist kein Flittchen. Flittchen? Cody, wir waren gerade bei der Jungfrau von Orleans. Ich werde diesen Myron umbringen. Zuerst geben wir den Fall ab und dann bringe ich ihn um. Nick, wir können Myron jetzt noch nicht anrufen. Wir haben erst eine Stunde an dem Fall gearbeitet. Wir werden unser ganzes Leben dazu brauchen, weil wir irgendwas bei der Frau finden. Guck mal. Was? Sie will wohl wegfahren. Ich schlage vor, wir verbringen den Nachmittag damit, noch ein paar Fotos zu machen und dann sagen wir, dass wir uns den Tag mit ihr befasst haben. Bei solchem Kram will ich wenigstens dafür bezahlt werden. Ja, wir brauchen das Geld. Wir brauchen es wirklich, Nick. Also gut, dann machen wir das jetzt noch weiter, ja? Aber wenn wir jetzt diese Frau zu einem Waisenhaus verfolgen, dann schmeiße ich die Sache, ja? Gut. In Ordnung. Hilf mir mal mit Robux. Ja, klar. Hallo? Hallo, ich sehe gerade Joan ostwärts auf dem Sycamore Boulevard fahren und die drei Musketiere folgen ihr natürlich. Okay, wir treffen uns dann beim Edgemere Boulevard. Ja gut, alles klar. Ja. Was habe ich euch gesagt? In diesem Augenblick, wo wir hier als Vollidioten rumstehen, singt Mrs. Ramsdale Kindern, die Mumps haben, Lieder vor. Ja, gut, okay. Wir sind also beim Kinderkrankenhaus gelandet. Aber ein Waisenhaus ist das hier nicht. Na ja. Und sie war ja vorher auch noch woanders. Ja, hast du ja völlig recht, Cody. Denn vorher war sie im West Beach Altersheim, beim Strickkurs im College. Ist ja gut, ist ja gut. Und dann war sie noch in Birds Baumschule, wo sie Tulpenzwiebeln, eine Rosenstaude und einen Sack mit Dünger geholt hat. Und so viel Dünger stinkt mir das Ganze jetzt auch. Okay, mal, ist Jungs, gut. Diese Schnellfotolabors sind wirklich klasse. Also, während ich da gewartet habe, habe ich ein paar Bilder gesehen von der Herrenparty von diesem Kerl. Ja? Naja, nur die meisten waren sehr unscharf. Mary, und wie sehen unsere aus? Ach ja, hier sind sie. Guck sie dir an. Wollen wir doch mal sehen. Oh ja, da sind wir ja auf schwer belastendes Material gestoßen. Dieses Schlafzimmer ist ja wirklich ein übler Sündenpfuhl. Ach, hör auf. Wir fahren jetzt los und berichten das dem lieben alten Roger. Stand mal anhalten? Ja, der ist auch nicht schlechter als jeder andere. Sag mal, Leute, halten wir schon zum Mittagessen? Nicht ganz, Mary. Ich nehme mir die andere vor.
Hallo, stimmt was nicht? Nein, eigentlich alles klar. Mein Freund und ich haben nur Hunger gekriegt und da dachten wir, weil Ihre Freundin und Sie uns schon den ganzen Tag folgen und auch noch nichts gegessen haben, vielleicht würden Sie ja gern mit uns zusammen essen. Sie sind eingeladen. Ich kann das einfach nicht glauben, dass ihr für einen solchen Mistkerl wie Roger Ramsdale arbeitet. Habt ihr denn gar keinen Stolz? Das Bier haben wir ihm jedenfalls nicht serviert, so wie du. Ach, das gehörte doch nur zu meinem Job. Ich habe ihm mal die nette Nachbarin vorgespielt. Das ist ein Riesenunterschied. Also für Roger zu arbeiten ist eine Sache. Aber wenn man versucht, seine Frau in den Dreck zu ziehen, finde ich schlimm. Nur der Ordnung halber, ihr sollt beide wissen, dass wir nicht vorhatten, für Ramsdale zu arbeiten. Es gibt nämlich mildernde Umstände dafür. Sie sind pleite. Woher wollt ihr denn das wissen? Es ist doch wahr, Nick. Wir haben diese Schulden bei der Stereoanlage. Murray! Hört mal, Roger Ramsdale ist der mieseste Dreckskerl in Südkalifornien. Das weiß doch jeder. Wenn ihr also einen Rat wollt von zwei erfahrenen Berufskolleginnen, lasst den Typ ganz schnell fallen. Genau das hatten wir ja vor, als wir uns dann entschlossen haben, erstmal festzustellen, warum ihr uns folgt. Wir müssen eine Klientin beschützen und ihr seid bei dieser Frau aufgetaucht. Dann arbeitet ihr also für Mrs. Ramsdale. Wie ist sie? Sie scheint eine sehr nette Frau zu sein. Ja, sie ist reizend. Ich zermarter mir den Kopf, wie sie auf Roger reinfallen konnte. Naja, es heißt doch, Liebe macht blind. Oh, das halte ich nicht aus. Wie bitte? Also, als Roger und Joan sich trennten, stellte sie Differenzen auf ihrem gemeinsamen Konto fest. Und da dachte sie sich, dass Roger sie übers Ohr hauen wollte. Darum hat sie uns engagiert. Ach, und du warst also gerade bei der Buchführung, als du da in deinem Bikini am Pool gelegen hast, ja? Die hatte ich gerade im Haus überprüft, als ihr drei da draußen standet, um diesen Schleimer in Hawaii-Shorts um Arbeit anzubetteln. Ey, warte Bevor mal, wir haben den Typ nicht angebettelt. Diesen Fall nicht. Also, jetzt fahren wir einfach zu Roger und erzählen ihm, dass wir unsere Pflicht getan haben, ja? Hättet ihr vielleicht Lust, hinterher zu fahren? Hm? Ja, ich habe da nämlich auch noch einige Sachen liegen lassen. Ja, und ich möchte doch nun wirklich gern mal sehen, ob ihr den Fall wirklich hinschmeißt. Okay, Leute, ich warte hier draußen auf euch. Roger? Mr. Ramsdale? Hier sind Nick und Cody. Wir haben die Informationen für Sie. Wahrscheinlich liegt er im Schlafzimmer und ist vom Fernseher eingeschlafen. Hm. Roger! Können wir nicht einfach die Bilder und den Bericht hier lassen? Dann brauchen wir doch gar nicht nochmal mit ihm zu reden. Ich glaube, der wird nie wieder mit jemand reden. Was? Wie? Das ist ein eindeutiger Treffer genau durch die Brust. Oh, ekelhaft. Jane, ruf einen Krankenwagen an. Was ist? Er ist da zur Tür raus. Tracy verfolgt den Kerl in dem Wagen da. In den Kurven zu bremsen, dann werden wir den doch nie erwischen. Lehnt euch einfach zurück und legt die Gurte an. Ich weiß schon, wie man fährt. Was? Das nennst du fahren? Da wäre ich auf einem Fahrrad schneller. Ach, du kannst sogar Fahrrad fahren. Bitte fahr zu. Drück doch drauf. Nun mach schon. Wie fährst du denn bloß? Stell deinen Fuß aufs Gas, bitte. Das ist das rechte Pedal, meine Damen. Ja, du bleib doch ein Teppich. Seid ihr jetzt fertig? Nein. Wie konntest du denn bei Gelb halten, wenn wir hinter einem Mörder hier sind? Hat keiner von euch den Wagen bemerkt, der vor mir gebremst hat? Dann schert man eben aus. Ja, und in der Zwischenzeit wäre die Ampel rot gewesen. Nicht, wenn ich gefahren wäre. Das ist korrekt. Nick ist ein sehr guter Fahrer, ein ausgezeichneter. Also gut, das ist jetzt auch egal. Wir haben ihn verloren. Das würde ich nicht sagen. Während ihr nämlich Tracy angeschrien habt, habe ich mir das Nummernschild gemerkt. Das ist ja wohl nicht ganz unwichtig, nicht, Leute? Also zufällig habe ich mir die Nummer auch gemerkt. BVN 013, so. Nein, es war BVM 013, Cody. Es war N, Nick. Es war BVM. Bist du blind? BVM 013 habe ich doch deutlich gesehen. Ich habe es doch gesehen, ich bin doch nicht blind. Du vielleicht. 3WNI 018? Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, klarer Fall. Das ist ja sehr interessant. Sie haben eine andere Nummer gesehen. Schnallt euch jetzt bitte an, Leute. Oh.
Ich finde, ihr wartet lieber im Auto. Es ist besser, wenn Tracy und ich Mrs. Ramsdale sagen, dass ihr Mann ermordet wurde. Ja, aber Roger war doch unser Klient. Das würde ich aber nicht jedem erzählen. Naja, aber wir sollten uns eigentlich schon an dieser Sache beteiligen. Wir können doch hier nicht einfach so hocken wie drei Wachhunde an der Kette. Ja. Moment mal, Leute. Die Frau, die man da gerade zum Streifenwagen bringt, ist das nicht Joan Ramsdale? Sieht so aus, als wenn Quinlan auch da wäre. Oh, das ist ja großartig. Wenn ich da noch mal drüber nachdenke, ist die Idee, hier im Auto zu bleiben, vielleicht gar nicht schlecht. Nein. Nein, nicht. Mrs. Ramsdale? Was geht denn hier vor sich? Die Damen sind von der Presse, warten Sie da drüben. Heute Nachmittag habe ich Zeit für Interviews. Was ist unsere Klientin da im Wagen? Warum nimmt die Polizei sie überhaupt mit? Ihre Klientin? Sind Sie Rechtsanwältin? Nein, Privatdetektive. Warum haben Sie sie festgenommen? Hat sie gesagt, Privatdetektive? Ja, genau. Frauen als Detektive, das hat mir noch gefehlt. Wer ist dieser Komiker? Darf ich mal was fragen, Schätzchen? Worum geht's in Ihrem Fall? Um gestohlene Kochrezepte oder verschwundene Stricknadeln? Hör zu, du Blödmann. Antworte mir jetzt auf meine Frage oder muss ich mir jemanden suchen, der meine Sprache versteht? Baby, ich verstehe Sie so gut, dass ich Sie da auf den Rücksitz verfrachten und auf dem Revier einbuchten lassen kann. Gucken Sie sich diese Marke an. Och, das hält ja keiner aus. Ich will jetzt von... Das möchte ich sehen. Ich bin wirklich nicht scharf drauf, aber ich glaube, wir müssen eingreifen. Ja klar, wir können ja nicht Quinlan auf Tracy und Jane losgehen lassen. Ist das dein Ernst? Ich habe Angst um Quinlan. Ich glaube nicht, dass der schon mal von zwei Appeals aufgemischt worden ist. Vor so einer Pfeife wie Ihnen haben wir doch keine Angst. Ich will jetzt sofort wissen, was hier liegt. Komm. Ah, ich verstehe. Das soll ein Witz von euch Geiern sein. Ihr hetzt diese Bräute auf mich, um Informationen zu kriegen. Habt ihr Typen wirklich solche Angst vor mir? Lieutenant, lassen Sie uns doch unsere charmante Unterhaltung später führen. Und beantworten Sie uns die Frage, wieso verhaften Sie Joan Ramsdale? Die Anstiftung zum Mord an Ihrem Was? Mann. Ach, ist das eine Harmonie. Ihr wollt wohl die Jackson 5 aus der Hitparade vertreiben. Ich stecke euch erstmal in den Knast und mach dann eure Termine. Ich nenne euch die 5... Privatdetektive. Johnson, schafft die Braut in die Stadt und buchte sie an. Joan Ramsdale? Also, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Die Polizei hält Joan Ramsdale mit derartig dünnen Beweisen fest. Naja, sie sind dünn, aber nicht unwichtig. Die Bank hält eine Schecktransaktion über $5,000 zurück, über die Joan jede Auskunft verweigert. Ach, die Polizei glaubt, dass Joan das Geld dafür braucht, um einen bezahlten Mörder zu engagieren? Es ist völlig klar, dass Joan das nicht arrangiert hat. Der Wagen stammte sowieso aus Rogers Gebrauchtwagenhandel. Und von dem hätte Joan ohnehin die Hälfte gekriegt. Also ich glaube einfach nicht, dass Joan Ramsdale so kaltblütig ist. Und wir tun das auch nicht. Und darum wollten wir euch dreien etwas vorschlagen. Da ihr sowieso irgendwie an diesem Fall arbeitet, dachten wir, dass ihr uns vielleicht helfen wollt, den Mörder zu finden. Oder wenigstens seinen Auftraggeber. Und wir würden uns das Honorar mit euch teilen. Aha. Was ist? Ist euch dieser Fall zu schwierig geworden oder braucht ihr bloß jemanden, der schnell Auto fährt? Wir haben uns gedacht, das wäre für alle von Vorteil. Da wir Leute aus der Großstadt sind und ihr kennt ja wohl dieses kleine Fischerdorf hier ziemlich gut. Fischerdorf? Wir hätten ohne Schwierigkeiten alles, was wir gebraucht haben, auch von euch erfahren können. Also... Oh, nein, 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 keinesfalls, Schätzchen. Wir machen das schon eine ganze Weile. Wir sind keine Anfänger, ja? Seit 10 Jahren? Nein, nicht seit 10 Jahren. Nicht natürlich 10 Jahre. Und wahrscheinlich wollt ihr mir jetzt erzählen, dass ihr natürlich schon 10 Jahre Detektive seid. Nun ja, 9 Jahre, 7 Monate und... Eine Woche. Eine Woche. Was, so lange macht ihr das schon? Nein, 9 Jahre, Mann, das ist wirklich lange. Leute, 9 Jahre sind... Also um die Berufserfahrung geht es hier ja gar nicht. Es geht um die Verteidigung von Joan Ramsdale, nicht? Wir alle glauben, dass sie unschuldig ist. Ja. Oh, ja, ja. Also, wollen wir zusammenarbeiten oder nicht? Also, Jungs, ich stimme dafür, dass wir das tun. Ich finde das großartig. Die Männer und die Frauen arbeiten zusammen. Das wäre doch ein reines Vergnügen. Aber haltet euch nicht? Bitte mit den großen Emanzipationssprüchen zurück. Die brauchen wir nicht. Wir sind schon emanzipiert. Ja. Ja. Und das heißt auch, dass ihr Kerle nicht einen kleinen Wettbewerb aus der Sache macht, ja? Wovon was redest du überhaupt? So ein Wettbewerbsquatsch ist uns beiden völlig fremd. Aber Jungs, erinnert euch mal, ihr habt doch diesen Wettbewerb, wer sich am häufigsten die Nase gebrochen hat. Hm? Ja. Und auch den Wettbewerb um die Mädchen von der Contessa. Wer sich am häufigsten mit ihnen verabredet. Mary, kapiert. Ja. Also gut, wir veranstalten manchmal unsere kleinen Wettbewerbe hin und wieder. Aber ich will euch nur sagen, ihr habt doch genau solche Macken wie wir. Oh, das hält ja keiner aus. Gut, dann zahlen wir jetzt. Ich hatte 2 Kaffee und 1 Stück Torte plus Steuer und Trinkgeld. Okay, das macht 4,40. Tracy, du hattest den großen Salat mit dem Spezialdressing. Ja, das macht 50 Cent extra. Das lasst uns mal machen. In der Zeit, in der ihr ausrechnet, wer den extra Eistee hatte, könnte Joan Ramsdale schon in der Gaskammer sitzen. Nun ja, hört zu, Leute. Ich finde, wir fahren jetzt lieber zurück zur Riptide. Ich habe da eine Information, die vielleicht diesen Fall sonnenklar macht. Also, da wären wir. Wie gefällt's euch?
Mensch, guck dir dieses ganze Zeug hier an. Was uns an Erfahrung fehlt, machen wir durch unsere Ausrüstung wieder wett. Hast du das alles hier entwickelt, Boss? Na ja. Das ist großartig. Na ja, das ist nicht schlecht. Ich habe damit mal mein Geld verdient. Das brachte die Miete ein, nicht? Im Gegensatz zu dem, was du heute tust. Oh, das war nur ein Witz. Oh, was ist? Lach doch mal wieder, Junge. Du, Murray, was wolltest du uns denn sagen, was uns in dem Fall vorwärts bringt? Ja, also heute Morgen, nicht? Als wir da hingefahren sind, um Roger zu treffen, erinnere ich mich noch, dass er telefoniert hat. Also, eigentlich hatte er da ein Streitgespräch. Und kurz bevor er auflegte, sagte er zu der Person, mit der er sprach, Craig Waters, dass er keine Angst vor ihm hätte. Also, was mich betrifft, glaube ich, dass das eine Drohung war. Ich kann mich nicht erinnern, dass er das gesagt hat. Du warst doch gar nicht da. Du warst weg, um ihm das Bier zu holen. Der wollte doch noch eins haben. Das ist wirklich eine sehr nützliche Beobachtung, Boss. Ehrlich? Ja, es ist nämlich sehr wichtig, die Konfliktbereiche im Leben eines Menschen abzustecken. Ich will damit sagen, dass man so seine wunden Punkte feststellen kann. Du sagst, Roger hätte ein Streitgespräch gehabt mit einem gewissen Craig Walters. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass dieser Konfliktbereich diesen Walters zum Mord bewegt hat. Ach, bist du zufällig Dr. Sigmund Freud? Nein, ich habe nur zufällig ein Diplom in Psychologie von der Universität Ohio. Du, Murray, gib doch jetzt einfach Craig Walters in den Computer ein und dann sehen wir mal. Ich bin schon dabei. Laut seiner Steuerakte ist er also freiberuflicher Fotograf und wohnt in Redondo Beach. Das sind ja noch nicht gerade die typischen Fakten für einen Mörder. Ja, aber guck dir das hier mal an. Da steht, dass er als Weltklasseschütze im Figurenscheiben-Pistolenschießen registriert ist. Das passt doch auf den Punkt. Ja, das bedeutet, dass er was von Waffen versteht, aber damit können wir ihn doch wirklich nicht überführen. Nein, aber die Kugel, die aus Roger Ramsdale geholt wurde, war eine 7 mm. Ist ein sehr ungewöhnliches Kaliber. Das gibt es nur in sehr wenigen Waffen. Und eine davon ist eine Figurenscheibenpistole. Darf ich mal raten? Du hast ein Diplom in Waffenkunde vom Staat Ohio. Nein, ich weiß nur viel über Waffen. Das ist alles. Kannst du damit auch schießen? Ich komme schon klar. Also dann fahren wir doch morgen mal bei diesem Kerl vorbei und stellen fest, ob er für uns in Frage kommt. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Er wohnt über seinem Studio. Die Adresse ist 1155 La Placita Road. Gut, dann treffen wir uns da um 9, ja? Ja, gut. Alles klar. Ach, entschuldigt mal, ihr beiden. Fahrt bitte rechtzeitig los. Ich meine nur wegen der gelben Ampeln. Du hast doch gesagt, lach mal wieder. Das hält doch keiner aus. Mr. Waters, sind Sie zu Hause? Öffnen Sie doch. Habt ihr kein Glück, Jungs? Nein. Komm, Tracy, versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Ja, gut. Hört mal, ich kann zwar wegen dieser Jalousien hier nicht allzu viel sehen, aber es sieht nicht so aus, als ob einer da wäre. Das sieht alles ganz ruhig aus. Vielleicht sollten wir uns doch selbst reinbitten. Darüber hatte ich auch gerade nachgedacht. Moment mal, Moment, Jungs. Ich sehe jetzt da drin jemanden auf die Tür zu gehen. Es muss doch jemand da sein. Mr. Walters war so freundlich, die Hintertür für uns offen zu lassen. Kommt doch rein. Naja, arbeiten tut er heute nicht, oder? Also Walters wohnt nicht mehr da oben. Da gibt's nur noch ein paar Kleiderbügel. Seine Ausrüstung ist immer noch hier, seine Fotos auch. Vielleicht ist er ja nur zurzeit nicht in der Stadt. Hey, guckt euch das mal an. Was? Oh, das ist Roger. Ja, und er hatte offensichtlich am Mittwoch irgendeinen Auftrag für Walters. Aber das ist ja wohl nicht Mrs. Walters. Sieht aus, als wäre das eine sehr enge Freundin von ihm. Das hier ist E. Tompkins. Dieses Foto wurde am 17. gemacht und das hier stammt vom Negativ T-138. Ach, wir haben hier noch mehr Kontakte. Vielleicht erfahren wir daraus noch ein bisschen mehr über Miss Tompkins. Vielleicht weiß ja diese E. Tompkins, was mit Craig Walters geschehen ist. Offensichtlich sind sie gute Freunde. Ich kenne dieses Restaurant, in dem sie hier arbeitet. Es heißt High Tide und liegt am Pacific Coast Highway. Fahren wir hin und reden mit ihr. Ja, und lass uns hoffen, dass sie noch nicht in den Wehen liegt. Ja, hoffentlich. Hey, Moment, Moment! Ist das nicht der Kerl, den wir aus Rogers Apartment haben kommen sehen? Der Mörder? Ja, das ist derselbe Wagen. Ich erkenne das Schild wieder. Los. Jetzt zeige ich den Damen mal, wie die Verfolgungsjagd abläuft. Er hat uns noch nicht gesehen. Wir können uns direkt hinter ihn hängen und ihn schneiden. Zu deiner Information, Cody, ich fahre jetzt den Wagen, nicht Tracy. Ist das klar? Na gut. Also werden wir ihn auch nicht verlieren. Ja, gut, okay. Na gut. Oh Mann, so schnell bin ich doch gar nicht gefahren. Jane und Tracy hatten recht, Nick. Die Nummer ist 3WNI018. Nick, was ist?
Wir erzählen Ihnen das nicht, ja? Soll das ein Witz sein? Ich würde eher sterben, als dass Sie das erfahren. Schönen guten Tag. Für fünf? Oh ja, da würden wir uns freuen. Können Sie uns sagen, ob eine Miss Tompkins hier noch arbeitet? Ellie? Ja, sie arbeitet heute. Möchten Sie, dass sie bei Ihnen vorbeikommt? Ja, das wäre sehr nett von ihr. Vielen Dank. Gut, dann kommen Sie bitte mit. Sie kommt dann gleich zu Ihnen. Und kann ich ihr ausrichten, wer Sie sind? Ja, sagen Sie ihr doch, wir wären Freunde von Craig Walters. Danke sehr. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr dem Polizisten, der euch aufgeschrieben hat, nicht gesagt habt, wer Walters ist. Was hätte ich ihm denn sagen sollen? Beim Einbruch in das Haus von Walters haben wir entdeckt, dass er der Mörder ist, den wir suchen. Ich glaube nicht, dass das bei ihm gut angekommen wäre. Die fünf da hinten. Danke. Hier kommt unsere werdende Mutter. Hallo. Guten Tag. Sie sind die Freunde von Craig? Haben Sie ihn in letzter Zeit gesehen oder gesprochen? Nein, leider nicht. Wir hatten gehofft, dass Sie uns vielleicht weiterhelfen können. Wie lange ist es her, dass Sie mit ihm gesprochen haben? Ein paar Wochen, als er in meinen Kursus für werdende Mütter kam. Können Sie ihn denn nicht anrufen oder so? Es ist schon irgendwie komisch in unserer Beziehung. Ich durfte nie zu ihm nach Hause kommen oder ihn anrufen. Er hat sich immer mit mir in Verbindung gesetzt. Ich möchte nicht neugierig sein, aber... Ist es richtig, dass Sie zu dem Vater Ihres Kindes keinen Kontakt mehr haben? Wenn es das nur wäre. Er ist tot. Tot? Wir hatten keine Romanze oder sowas ähnliches. Ich war nur ein dummes Mädchen, das aus schönen Reden reingefallen ist. Es hat sich schnell gezeigt, dass er ein richtiger Mistkerl war. Als ich ihn gebeten habe, die Krankenhauskosten zu bezahlen, hat er gesagt, zieh Leine. Lass es abtreiben. Aber das konnte ich einfach nicht. Aber wie heißt das noch? Wer Unrecht tut, kommt selber dran. Irgendjemand hat ihn gestern umgelehnt. Sie haben bestimmt nie was von ihm gehört. Er hatte einen Gebrauchtwagenhandel. Roger Ramsdale? Sie haben doch was von ihm gehört? Ist es wahr, was ich gelesen habe, dass seine Frau verhaftet wurde? Das habe ich auch gehört. Du auch, Cody? Ja, das habe ich auch gehört. Und du, Mary? Soll ich das sagen? Ich glaube einfach nicht, dass eine Frau wie sie so etwas tun würde. Ganz egal, was ihr für ein Ekel war. Sie ist einfach ein zu netter Mensch. So großzügig. Sie kennen also Joan Ramsdale? Naja, nur so vom Hörensagen. Hören Sie bitte, suchen Sie sich doch jetzt Ihr Essen aus und ich komme dann gleich wieder. Roger Ramsdale hat dieses reizende, naive Mädchen geschwängert. Dieses Schwein. Und ihr habt auch noch für ihn gearbeitet. Würdest du damit mal aufhören? Wisst ihr was? Ellie versucht uns was zu verheimlichen über Joan Ramsdale. Ich glaube, sie kennt sie. Man redet nicht einfach so drauf los, wie toll ein Mensch ist, nachdem man gelesen hat, dass sie im Verdacht steht, ihren Mann ermordet zu haben. Der Scheck! Cody, wir haben uns doch noch nicht mal was ausgesucht. Was, Mary? Wir haben noch nichts ausgesucht und du redest schon von Bezahlen. Nein, Mary, der Scheck. Der Scheck, über den Joan nicht sprechen will. Wer anders als Joan Ramsdale würde schon einer Frau Geld geben, die vom Ehemann schwanger ist? Ja, das ist wohl ein Treffer. Also, sagt sie uns das vielleicht, wenn wir sie danach fragen? Muss ich auf die Frage antworten? Ich würde eigentlich lieber nichts darüber sagen. Mrs. Ramsdale, wir wissen, dass Sie Ellie schützen wollen. Aber ihr wird nichts passieren, wenn Sie die Wahrheit über das Geld sagen. Und Sie werden dadurch entlastet sein. Es ist wahr, ich habe ihr die $5,000 gegeben. Sie hat eines Tages aus Versehen bei mir zu Hause angerufen. Ich bin sicher, dass Roger ihr nur zufällig die Nummer gegeben hatte. Sie fing an zu weinen, als sie feststellte, dass ich Rogers Frau war. Sie war völlig durcheinander und wirkte so hilflos, dass ich sie eingeladen habe. Als ich merkte, dass Roger sich seiner Verantwortung nicht stellen würde, hielt ich es einfach für selbstverständlich, ihr das Geld zu geben. Sie ist doch so ein zartes, kleines Ding. Ich hoffe, dass das, was ich sage, keine Auswirkungen auf sie hat. Ganz bestimmt nicht. Und wir fänden es gut, wenn Sie sich so schnell wie möglich mit dem Staatsanwalt treffen, damit Sie ihm alles erklären können. Wahrscheinlich haltet ihr mich überhaupt für die naivste, einfältigste Frau, der ihr je begegnet seid. Oh, nein. Das ist nicht wahr. Es ist nur so, ich versuche immer, das Gute in den Menschen zu sehen. Es sollte kein Problem für Sie werden. Ich wollte nur jemandem etwas Gutes tun, der offensichtlich Hilfe brauchte. Das haben Sie auch getan, Mrs. Ramsdale. In Ihrem ganzen Leben sind Sie immer gut zu anderen Menschen gewesen. Jetzt wird es Zeit, dass Sie sich selbst auch mal etwas Gutes antun. Oh, ich hatte gar nicht gemerkt, wie spät es geworden ist. Sie müssen jetzt irgendwo hin, oder was ist? Naja, ich hatte den Damen in meinem Zellenblock gesagt, ich würde Ihnen das Stricken beibringen. Und es wird jetzt Zeit für unsere erste Stunde. Auf Wiedersehen. 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 Hallo, meine Frau und ich, wir würden gerne an diesem Elternkursus teilnehmen. Eine Freundin von uns, Ellie Tompkins, hat uns ihren Kurs vorgeschlagen. Sie kennen doch bestimmt Miss Tompkins. Ja. Wie weit Ihre Schwangerschaft ist? Naja, ich weiß nicht, sie passt nicht mehr hinter das Lenkrad von unserem Auto. Wie viele Monate sind das Ihrer Meinung nach? Ja, sie ist in Ihrem Kursus? Gut, wann treffen Sie sich?
Heute Abend. Vielen Dank. Danke sehr. Hey, Jungs, ich habe den Kursus gefunden. Das ist der richtige. Sie treffen sich heute im Gesundheitszentrum vom Kinderkrankenhaus. Ja, sieht so aus, als hätten wir es rausgekriegt. Joan gab Ellie das Geld, weil Roger es nicht getan hätte. Ist das zu glauben? Moment, das muss ich erst mal klarkriegen. Das muss dann also heißen, dass... Naja, Ellie war von Roger schwanger, ja? Ellie wollte Geld für das Krankenhaus, aber Roger sagte nein und engagierte einen Killer für sie. Aber dann hat sich wohl dieser Typ in Ellie verliebt und stattdessen Roger ermordet. Genau. Haben wir das richtig zusammengefasst? Naja, nur was tun wir als nächstes? Jetzt müssen wir erst mal Craig Walters finden, weil er der Mörder ist. Na klar, aber das dauert wohl eine Weile. Ellie weiß nicht mal, wo er ist. Es sei denn, er taucht in diesem Elternkursus auf. Was ist? Oh nein, vergiss das. Das werde ich nicht. Hört mal doch. Wir gehen jetzt in ein Geschäft für werdende Mütter, kaufen euch irgendwas Hübsches, vielleicht was in Rosa, ein paar Entchen drauf. Ja, und dann gehen wir zusammen ins Kaufhaus und holen uns ein paar Kopfkissen. Das wird toll. Aha. Kopfkissen? So, meine lieben Mütter, atmen, ausatmen und jetzt nach unten. Gut, Sie sind alle liebe Väter. Danke für die Hilfe und atmen. Ausatmen, anhalten, ja, gut so, gut. Okay, seid ihr soweit und jetzt entspannen. Und alle wieder hochkommen. Craig. Und wir fangen wieder von vorn an. Hallo, Ellie. Atmen. Schön, dass du gekommen bist. So ist es gut. Nicht so schnell. Es tut mir leid, dass ich die letzten Male nicht kommen konnte. Aber ich hatte einfach unheimlich viel um die Ohren. Es gab unglaublich viel zu tun. Ist doch schon gut. Du hast doch gar nicht so viel versäumt. Wir haben nur Filme über den Entbindungsvorgang gesehen. Machst du dir Sorgen? Etwas Angst kriegt man da schon, aber dadurch passt man hier nur besser auf. Hey, würdet ihr wohl bitte auch mitmachen? Also gut, fangen wir an. Okay. Und jetzt aber atmen. Aber Sie machen hier jetzt bitte auch weiter. Und komm, Liebling, ich helfe dir. Das ist die blödeste Sache, die ich je gemacht habe. Oh, Schatz, dieser Glanz in deinem Gesicht. Du hast niemals entzückender ausgesehen. Wir wünschen uns einen Sohn. Und was wünscht ihr euch? Wir wünschen uns einen Sohn. Das ist sehr gut, Cody. Wir wünschen uns einen Sohn. Ja. Ich würde so gern mit euch da reinkommen. Du musst nicht lange warten, Boss. Vielleicht gebe ich meinem Mann schon bald den Laufpass. Dann kannst du das gern übernehmen. Lasst uns jetzt reingehen, sonst ist der Kurs gleich vorbei. Ja. Falls er versucht abzuhauen, sicherst du den Ausgang, ja? Ja, klar. Genau wie geplant. Ich bleibe hier draußen und sichere den Ausgang. Und hoch! Oh, fast hätte ich das vergessen. Heute waren Freunde von dir im Café und haben dich gesucht. Und Freunde? Wer war das? Ich habe ihre Namen gar nicht mitgekriegt. Es waren drei junge Männer und zwei Mädchen. Irgendwo hatten sie gehört, dass ich dich kenne. Ich weiß auch nicht. Sie haben dich bloß gesucht. Oh, guten Tag. Zwei neue Paare. Kommt herein, macht mit. Nehmt euch ein Kissen und auch eine Matte. Oh, da sind sie ja, die nach dir gesucht haben. Craig! Toll, er sieht genau wie sein Vater aus. Was ist denn los? Hast du nicht gesagt, dass du dich nur ein bisschen bei Pistolen auskennst? Das war eine Lüge. Ich kann schon damit umgehen. Hände auf Sachmann, Beine auseinander, los, auseinander! In Ordnung, er hat keine Waffe. Er wollte, dass ich sie umbringe. Dieser Dreckskerl wollte ihr nicht das Geld für das Krankenhaus geben, aber ich hätte mein Geld für den Mord gekriegt. Ich konnte es nicht tun, ich konnte sie nicht umbringen, aber ich wusste auch, wenn ich es nicht tun würde, dann würde er jemanden finden, der... Bringt Walters her! Ellie hat ihre Wehen bekommen! Ellie hat ihre Wehen bekommen, ich muss hin! Ich bin ihr Helfer. Ich muss ihr sagen, wann sie atmen soll. Dann los, Mutter Natur wartet nicht auf uns. Und 7 Pfund und 100 Gramm. Das süßeste kleine Mädchen, das man je gesehen hat. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Tut mir leid, Mr. Walters, aber Sie müssen jetzt mit aufs Präsidium. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Sir. Ach, wenn Sie Ellie sehen, sagen Sie ihr, dass ich sie liebe, ja? Ich glaube nicht, dass sie mich da drin verstanden hat. Sie hat es ziemlich schwer gehabt.
Mensch, fühle ich mich komisch. Ich stehe hier und empfinde Mitleid für einen Mörder. Er ist doch kein richtiger Mörder. Ich meine, er wollte doch nur Ellie beschützen. Wenn der Richter erstmal die besonderen Umstände dieses Falles erfährt, wird er wohl milder mit ihm umgehen. Ja. Was ist? Seid doch ein bisschen fröhlich. Ellie hat ein Baby bekommen. Wir haben ein neues Leben zur Welt gebracht. Ja. Also gut, lass uns das feiern. Ich bezahle auch die Zigarren. Ja? Okay, hurra! Es ist ein Mädchen geworden. Also wisst ihr, Leute, eine gebrochene Nase ist wirklich sehr schmerzhaft. Kann doch gar nicht anders sein. Das ist ein Bruch. Was hast du denn gedacht? Ich weiß nicht, was ich gedacht hatte, aber bei euch hat das irgendwie immer besser ausgesehen. Auf jeden Fall ist das meine erste gebrochene Nase. Passt auf, ich hole euch nämlich jetzt ein. Herzlichen Glückwunsch, Mary. Nimm mal eine Zigarre. Danke. Ich hoffe, ihr habt noch Appetit auf ein Dessert. Weil Joan Ramsdale nämlich was Besonderes für uns gebacken hat. Darf ich raten? Apfeltorte. Meisterhaft, Cody. Ihr habt Joan also gesehen. Wie geht's ihr? Naja, wie nicht anders zu erwarten, hat sie jetzt ein großes Interesse am Craig Walters-Fall. Sie tut einfach alles, was überhaupt möglich ist. Zugunsten von Walters natürlich. In der Zwischenzeit hilft sie dann noch Ellie. Wisst ihr, lange Zeit konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie eine Frau wie Joan Ramsdale einen Kerl wie Roger heiraten konnte. Aber wahrscheinlich hätte sie auch an Casanero eine gute Seite entdeckt. Ach, sie hat da auch noch was anderes erwähnt. Was denn? Sie hat gesagt, wenn wir je diese Staubsaugervertreter treffen würden, sollten wir sie bitte daran erinnern, dass sie einen kaufen wollte. Cody, Nick. Sieht gut aus, Mary, meine Damen. Ja, gut, dass ich euch treffe. Ja. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich mich setze. Wenn du uns einen Scheck mitgebracht hast für das, was wir für dich getan haben. Du weißt ja, wie ich dich mag, Nick. Also, ich habe da einen sehr interessanten Vorschlag für euch. Ich habe einen guten Freund, der arbeitet im Hafen. Ich kümmere mich um seine Rechtsangelegenheiten und er hat etwas Schwierigkeiten. Also, ich bin in seiner Schuld. Der Job ist das Einfachste der Welt. Dafür brauchen Leute wie ihr nicht nur einen Nachmittag. Das ist wirklich ein Kinderspiel, wisst ihr? Ja. Ihr müsst nichts weiter tun, als zu beweisen, dass der Freund seiner Tochter, so ein Punk, ein Transvestit ist. Hm, alles klar? Myron? Das hält doch keiner aus!